Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Rome, Total War. Ja, wir haben Griechenland schon mal richtig ausgeweitet. Ja, eine Stadt haben wir noch, aber das reicht ungefähr. Ja, nein, wir haben nicht mal eine Stadt, aber eben, wir machen ja alles langsam. Also, wir wollen jetzt zuerst mal diese Stadt angreifen. Und das machen wir auch, dann haben wir endlich eine Stadt. Ja, wir haben uns gut vorbereitet im Essblatt, oder? Also, ich hoffe, das geht in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, wie das Kampfsystem noch ist, aber eigentlich relativ easy habe ich es im Kopf. Ja, was wollen wir dann noch? Was will ich dir noch sagen? Ja, das Kampfsystem ist eigentlich relativ leicht, weil die Gegner nicht allzu stark sind und... Unsere Feinde stehen versammelt und es geziemt sich nicht, sie warten zu lassen. So eifrig scheinen sie auf unsere Linien und die eigene Probe zu machen. Und nun, tapfere Söhne Alexanders, sage ich euch, Kraft und Ruhm euch alle. Ja... Okay, jetzt hat er aufgehört. Wir müssen positionieren. Oh, wir haben nur einen. Diesen Dinger. Wir müssen sie alle also recht gut positionieren. So, die da. Schlachtstab. Jetzt müssen wir mal schauen, hä? Da sind sie schon. Ja, greift sie mal an. Los, greift sie an. Griechische Piraten sind Nahkämpfer. Ein Angriff! Nein, kein Angriff. Wir schießen nur mit Pfeilen. Boah, heftigst. Richtig. Das war damals schon richtig gut. Also ich mochte es mega. Ich liebte das Spiel. Ich habe es direkt am Veröffentlichungstag gekauft. Und habe es dann für ein halbes Jahr nicht mehr spielen können, 2005. Ja, ich hatte, naja, mein PC wurde irgendwie schlechter, der war uralt schon, wurde einfach irgendwie schlechter. Und deshalb habe ich danach wieder mega gesucht. Ich war so froh, dass ich das endlich spielen konnte. Ja, aber die sind ein bisschen langsam. Ja. Okay, die greifen an. Also nicht so gut, wenn ich so. Ach komm. Zerstört sie! Zerstört sie! Ja, sollen wir das am besten machen? Das Problem ist dann halt einfach, die sind richtig. Und die anderen sind richtig ausgebildet, oder? Die schützen eigentlich immer. Beziehungsweise alle Einheiten einfach. Hm. Kinder. Die großen Monster.
nicht so gut? Wieso sind die so stark? Wieso haben wir keine schnellen? Also Kräterbogen schützt besser. Ja. Ich will jetzt alle mal dezimieren. Du musst angreifen. Sowas von verlieren. Phalanx bilden! Tötet sie! Nein, runter mit den Sperren, ja. Jetzt haben die keine Sperren mehr. Solche Feiglinge. Vorwärts, Bewegung! So, mal so richtig angreifen. Die mal so richtig da angreifen. Nehmt jetzt eure Sperre wieder raus. Genau, sie fliehen. Fliehen wie die Lämmer. Die alten Lämmer. Boah, da wurde ein Anede gemetzelt. Krass. Also stoppt jetzt mal wieder hier. Ne? Verstoppen. So, was machen die jetzt hier? Die greifen an. Okay. Müssen alle angreifen. Bogenschützen. Ja, so werfen wir die. Aber alle vorne hin. Versperren den Weg. Greifst du, ihr greift nur die. Runter mit den Sperren, ja. Zerstört sie! Nein, nicht runter mit den... hoch mit den Sperren. Runter mit den Sperren, ja. Geht runter. So. Angreifen. Ich muss ein bisschen üben, aber... Schade, dass die alle Sperrträger haben, sonst könnte ich die zwei Könige, zwei Generäle benutzen. Generäle. Bewegung! Also. Nein. Die nicht. Vorwärts! Nicht so weit nach vorne. Heldtasten, Heldtasten! Heldtasten, marschiert! Feldtasten! Nach vorne! Los, alles wird nach vorne. Marschiert! Bewegung! Runter mit den Sperren, was ist denn so blöd? Hey, sind die furzdumm? Sie greifen uns an! Runter mit den Sperren. Zerstört sie!
bleibt zu dir. Ja, genau, umkehren, umkehren. Ja, 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 ja. Oh, jetzt fallen sie. Wie die Lämmer. Siegt sie, einer der Reihe nach. Die haben keine Speere mehr. Sehr schön. Greift sie an. Ihr müsst angreifen. Wieso greift ihr jetzt nicht an? Nein, nicht dort durch. Was ist denn mit der KI los? War die so schlecht? Das ist ja wahnsinnig schlecht, die war. Keine Chance, so. Die greifen nicht an. Was ist denn so schwer? Greift einfach mal an. Hallo, vorwärts. Toll, weißt du, wenn die KI so dumm ist. Ich noch, ey. Die greifen nicht an. Wieso greifen sie niemand an? Das ist ja schlimm. Wie dumm die denn sind. Greift an. Genau, angreifen. Das ist noch nicht erfahren wie. Jetzt gehen die wieder zurück. Die verdammten Scheißreiter. Jetzt geht die hier vorne hin. Los. Das wird ja heftigst. Jetzt greift die an, los. Ja, angreifen, nicht in... Ja, los jetzt. Hopp, hopp, bevor die Reiter-Ding tot sind. Nein! Angreifen! Ah, jetzt habt ihr den Spurt nicht. Los jetzt, angreifen. Hopp. Der feindliche General läuft davon. Nie sollte sich ein Anführer so verhalten. Doch am schlimmsten ist dies inmitten einer Schlacht. Sie ist sowieso tot. Ja, der feindliche General wurde getötet. Und nun lernen seine Männer das Fürchten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. Alle weg. Ich sehe nichts mehr. Los, vorwärts. Weg. Wieso ist es so schwer zu rennen? Gut. Vorwärts. Weil die haben alles hoch ausgebildete Truppen. Wahrscheinlich. Und jetzt? Na da. Ja, dieser Sieg ist der Götter würdig. Ein Tag des Triumphes, um darüber Lieder zu machen. Die Hopliten sind ja wahnsinnig schlecht. Weil die einfach nicht das gemacht haben, was ich wollte, oder? Keine Erfahrung bekommen. Also bekommen wir keine Erfahrung. Wir haben so gut gekämpft, waren die Ritter am Schluss. Die Reiter. Wahnsinn. Schade. Ein ruhmreicher Sieg. Siedlung eingenommen. Ja, einfach besetzen oder für Sklaven. Ja, es bringt's nicht. Besetzen. Weiteres Merkmal, Kommando. Ist jetzt ein bisschen besser. Muss ich euch schon mal sehr hoch machen. Und den Nickerschrein machen. Sonst haben wir hier nur Bauern. Das Schiff ist bereit. Diese Schiffe können dort nicht hin. Das geht nicht. Setzt die Segel. Geht doch nicht so blöd. Weg. Also müssen wir es in der nächsten Runde machen. Ich möchte jetzt schon mal ein paar ausbilden. Von den besseren. Und
Und wir haben ja gesagt, dass wir das angreifen wollen. Das können wir erst dann angreifen, wenn wir da weiter sind. Hä? Was haben wir sonst noch? Wir haben alles gemacht, gell? Also speichern wir nochmal. Warte kurz. Griechen nach Küd. So. Ja, der muss noch ein bisschen laufen. Los, aber schneller laufen. Gut. Da sind sie ja schon. Die werden noch angegriffen. Knapper Sieg. Sehr gut. Also machen mein Herr? Wir zuerst jetzt. Ja, mein Herr. Sofort. Ja, Meister. Ja, mein da Herr. Oben sind sie. Wir Scheiße. Sitzen fest. Ich wusste, dass es irgendwann oben ist. Das Schiff ist bereit. Also. Bereit! Da schon mal ja, Kapitän. Wir können jetzt nicht weiter. Ja, Kapitän. Das geht nicht. Diese Schiffe können das dort dahin nicht hin. Und das ja, da. Sind bereit. Machen wir mal nach Korinth und machen Krieg. Ja. Das geht nicht. Diese Schiffe können dort nicht hin. Ja. Wieso könnt diese ihr Schiffe dort nicht können hin? Dort nicht hin. Da können wir nicht Hallo? Hin, Captain. Ja, das geht ah, nicht. Die Truppen. Ja, wir können jetzt nicht weiter. Scheiße. Ich habe die Truppen gar nicht reingeladen. Hm. Fortschrittliche Seite ist jetzt Griechenland. Okay. Die machen auch vorwärts immer. Kann ich etwas so. Tun? Ich werde sofort mit Ihnen reden. Seite angreifen. Das ist Skipion. Objekte als Geschenk. Was habe ich jetzt gegeben? Steht nicht, was wir gegeben haben. Steht nicht, ja? Nein. Idioten. Erwarte eure Befehle. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Waffenstillstand. Sofort. Ja, mein Herr. Wir sitzen fest. Ja, nochmal ein paar Einheiten ausbilden. Wir haben genug Geld. Dann der Baubericht. Pergamen und eine Holzpalisade. Dann macht ihr mal eine Farmgemeinschaft, hä? Bisschen höher. Oh, ne? Thermon. Thermon braucht eine bessere. Brauchen einfach. Die braucht eine Kaserne. Ne? Nein. Hm. Ja, schon eine Kaserne. So. Okay. Themen haben wir. Kydonia haben wir jetzt mal. Ja, brauchen wir noch nicht. Ich nehme zuerst den Händler. So. Also, jetzt muss ich schauen. Rekrutierungsbericht in Rhodos haben wir einen Spion. So. Krieg, Haus des Bruti, griechische Städte. Wieso haben jetzt Bruti uns Krieg erklärt? Erwarte eure Befehle. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Mein Herr? Griechische Spion. Du gehst jetzt mal hier rein, ja? Suche nach Hinweisen. Mein Herr? Hast du immer noch keine Erfahrung? Ergebe mich in Position. Wir sitzen Brutis. Fest, Herr. Spionieren. Tja. Das schaffen wir schon, hä? Wieso haben die so gut ausgebildete Truppen? Wo bekommen die das? Cheaten die? Ja, es ist bekannt, dass die Leute cheaten, die sind bereit. NPCs. Aber erwarte so hätte ich jetzt Befehle. Nicht gedacht. Also sie haben irgendwie mal Kampferfahrung.
Aber vielleicht haben sie es von Anfang an, kann schon sein. Sind bereit. Das Schiff ist bereit. Ja, was soll ich jetzt noch tun? Ich wollte eigentlich jemanden angreifen, aber das kann ich erst nächste Runde. Erwarte eure Befehle. Ich glaube, ich tue jetzt Mazedonien noch nicht angreifen. Ich gehe hier angreifen. Ich werde sofort mit ihnen reden. Und mache mal Handelsrechte. Ein Bündnis. Wieso? Wieso kann ich kein Bündnis machen mit denen? Wahrscheinlich einfach, weil sie denken, ich greife sie bald an. Okay. Ja, was soll ich jetzt tun? Das Schiff ist bereit. Ich kann ja nicht mehr viel machen hier in dieser Runde. Muss ich dann die nächste Runde schon. Hm? Griechen 3. Ah, die greifen jetzt an. Die haben jetzt Verstärkung noch bekommen. Also. Das verlieren jetzt. Ich hab so keine Chance. Ich mache jetzt einfach mal den Kampf. Müssen ihn eventuell splitten. Der Part ist dann schon jetzt 22 Minuten lang. Und seht! Dies ist ein guter Tag für eine Schlacht. Jeder Tag ist ein guter Tag, wenn euer Herz tapfer ist. Möge euer Schlachtruf lauten: Sieg, Sieg und Ehre. Ja. Schon fertig. Es geht wahrscheinlich noch weiter. Nicht. Ja. Also, einer geht hier hin, zweite König, die andere Seite. Was ist denn so schwer? Danke. Der eine geht hier hin, die guten Truppen gehen vors Tor. Zwei gut hinter dran. Lange. So. Und die. Was haben denn die für Truppen? Okay. Bogenschützen haben die hier. Tja. Mach mal Feuerpfeile. Dann sofort drauf. Tötet sie! Muss auf die gehen. Tötet sie! Ja, die bekommen natürlich keinen Schaden. So. Muss ich dann die hoch? Nein. Das Team also. Tötet sie! Geht ihr mal nach oben, hä? Bewegung! Einfach, dass ihr oben seid. Und wohin geht ihr jetzt? Irgendwie war das Spiel mit der KI voll ein Problem. Also wenn ich das jetzt schon so sehe, ja nicht so gut. Tötet sie! Tötet doch mal! Immer noch nicht. Die kommen gar nicht mit Rücken.
geht doch jetzt einfach nach oben. Die können einfach reingehen und nach oben. Das heißt also, sie sind nicht... Ja, sie können den Speer nicht einfach nach oben bringen. Nach oben werfen. Schäde. Wir werden angegriffen. Ja, gehen gar nicht. Die weiter angreifen. Ja, sehr gut. Das ist dann leider gar gleich kaputt. Der Feind ist an den Mauern. Es bleibt noch Zeit, die Verteidigung zu organisieren. An den Mauern. Tja. Jetzt geht die nicht durch. Die Angst. Ich werfe einfach mit den Speeren zuerst an. Aber treffen irgendwie nicht. Das ist krass. KI versucht es auch, kann es nicht machen, weil das Spiel hat von vorne bis hinten nicht so gut ist im Kampfsystem. Einfach warten. Die Mauern sind nicht mehr unser. Der Feind hat sie besetzt. Ja, jetzt geht rein. Genau. Schön, sehr gut. Marschieren! Schnell! Bewegung! Bewegung, Bewegung! Nach vorne! Nein, ich kämpfe. Schützen, aber Hauptsache, sie kommen hier nicht rein. Genau, schießt. Nein, nicht drüber schießen. Oh, seid ihr dumm. Die gehen natürlich alle dort rein. Nicht drüber schießen. So habt ihr keine Chance. Abhauen, aber schneller. Abhauen. Los, abhauen. Los, haut doch ab. Nein, nicht hingehen. Hier lang. Wer?
Eis, also so ein Stück Brot. Los, hopp, 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 vorwärts. Alle du. Spam mal ein bisschen, Spam. Haben wir überholt. Wir haben sie überholt. Hier ist alles gut. Muss ich die nicht nachholen? Und ich kann die mal hier oben angreifen. Nein, nicht den Speer an. Oh, jetzt greifen alle mit der normalen Faust an. Naja. Nicht raus. Ihr dürft nicht rausgehen. Ihr dürft nicht rausgehen. Jetzt verlieren wir natürlich viele Truppen wieder. Weil die KI einfach dumm wie tot ist. Tja. Wer ist hier schon tot? Die Speer. Genau. So, und jetzt angreifen. Los. Die kommen von oben nicht durch. Die hauen jetzt ab. Angreifen die jetzt an. So. Sehr schön, jetzt hauen alle ab. Also die zweimal. Los, auf die. So werden die angegriffen von wem? Pferdefutter aus den. Pferdefutter. Aus Pferdefleisch. Die Reiter. Nur wegen den Reiter. Nur weil die so blöd sind und nicht angreifen. So jetzt. Los Generäle, greift an. Der feindliche General wurde getötet und nun lernen seine Männer das Fürchten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. Nein, nicht. Oh Mann, ihr Scheiß, wieso kommen die Mauern nicht? Verdammt, die Mauern natürlich. Greifen mich an. Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. Ach, diese dummen Mauern machen meine Truppen kaputt. Schau, sie greifen immer noch an. Das sind meine Einheiten. Meine Einheiten. Das ist verbuggt. Ich glaube, das ist nur verbuggt. Lol, das ist verbuggt. Ich verbugge alles. Scheiße.
Das ist Wahnsinn, in dieses Gemetzel. Nur weil das verbuggt ist. Ja, ja. Heftigst. Dass wir die wieder aufstocken können. Ja? Lol, wie die Leben verlieren. Wegen was Leben? Verlieren die noch die Leben? Es ist ja nichts hier. Es ist überhaupt nichts hier. Wahrscheinlich ist die Mauer verbuggt und greift sie an oder so. Ja, sie ist verbuggt. Das ist meine Mauer. Ihr dürft nicht angreifen. Ihr seid so blöd. Ich habe das ganze Spiel verbuggt. Oh. Das ganze Spiel ist verbuggt. Das ist immer noch meine Mauer. Schon lange nicht mehr die Mauer des Skorpion. Ah, und die greifen meine Truppen an. Wie dumm sind die? Ja, super. Die Götter waren mit euch. Der Feind ist vernichtet. Euer Sieg ist erreicht. Yes. Heroistischer Sieg. Sieg die Gegner. Trotz Bug habe ich das gewonnen. Trotz Mega Bug. Scheiße. Das ist ja Wahnsinn. Heftigst. Erwarte eure Befehle. Ich werde sofort. Ich möchte gerne Handelsrechte. Und Bündnis. Nein. Bündnis. Ja, ja, ganz klar. Greifen wir sowieso dann an. Sehr schön. Also machen wir mal wieder auf niedrig. Und wir arbeiten hier mehr aus, genau. Rundenbericht. Okay. Fortschrittliche Seite. Ja, hellenisches Größte. Hellenische Größe, hä? Guter Kommandant, Schildträger. Eine Tapferkeit der Leibwache des Generals. Also jetzt machen wir das zuerst. Ich muss den mitnehmen. Den. Ja, Strategos. Stehen, hä? Vorwärts! Das Schiff ist bereit! So, jetzt muss ich schauen. Gehen wir ja, mal Kapitän. Hier hin. Schauen, ob da... Ja. Können wieder gemacht werden. Wie viel kostet das? 100. Und die? 170, 100. Nehmen wir noch ein Schiff. Und tun... hier mal etwas Besseres machen. Hoplit, ein gepanzerter Hoplit. In Sparta muss einfach alles militärisch sein. Sehr schön. Sparta ist unsere Größe. Ah, haben wir schon den Hafen. Den brauchten wir. Rhodos. In Rhodos ist auch alles militärisch. Ich möchte gerne zuerst... Ja, eine Kanalisation brauchen wir noch nicht. Details. Ja, könnten wir schon bald nehmen, aber... Ja, Erfahrungsbonus nehmen wir mit, gell? Sehr schön. Rhodos. Also. Im nächsten Part gehen wir dann... Als der Julia hat uns auch den Krieg erklärt, das ist natürlich klar. Also im nächsten Part gehen wir nach Apollonia mit dem Schiff und mit dem gehen wir hier hin, hä? Ja, Kapitän. Ja, Kapitän. So. Verlasse die Armee. Was haben wir für Truppen? Nicht so gut ausgebildet. Okay. Ja. Versuchen wir es dann mal, hä?
Dankeschön fürs Schauen, für diesen längeren Part. Auf jeden Fall schon gut, aber das Kampfsystem ist jetzt richtig verpackt und alles mögliche. Naja, ich habe es mir besser vorgestellt, aber wenn man das so sieht, wie die Truppen nicht wissen, wo sie hin müssen und die Tore einfach nicht abknallen, ja, ich denke ja, ist halt blöd. Wahrscheinlich weiß das Tor nicht, dass es wechseln muss, die Gegner. Dass es mich nicht angreifen soll, wenn es mir gehört. Irgendwie so etwas, aber völlig blöd. Naja, nächsten Part. Tschüss.